Hi, ich bin Sina, ich bin die Gründerin von Holy Wow in Nürnberg und wir befinden uns hier in meinem Studio. Wenn du mit Musik praktizieren möchtest, dann kannst du eine Spotify-Playlist aus der Beschreibung entnehmen. Ich freue mich, dass du dabei bist für diese Pränatal-Yoga-Klasse mit einem Fokus auf Standhaltung, um mehr Stabilität und Kraft zu erzeugen. Diese Klasse ist für alle Trimester geeignet. Schau aber darauf, dass du auf dich achtest. Und wann immer du das Gefühl hast, dass es zu viel wird, darfst du aus den Haltungen rauskommen und in eine entspannte Position zurückkehren. Okay, zum Anfang deiner Praxis. Finde eine aufrechte Sitzhaltung und du kannst hier gerne dein Bolster benutzen oder die Blöcke, die du auch für diese Klasse brauchen wirst. Schließe deine Augen und lass deine Hände locker auf deinen Oberschenkeln ruhen. Deine Handflächen dürfen nach oben zeigen. Und dann gönne dir einmal einen tiefen Atemzug ein und einen sanft seufzenden aus. Du darfst in dieser Position bleiben oder wenn es sich für dich besser anfühlt, dann gerne auch eine Hand auf deinen Bauch und eine auf dein Herz. Es ist manchmal schön zum Anfang der Praxis, um diese Verbindung zwischen dir und dem Leben in dir zu erzeugen. Wir wollen jetzt ein paar tiefe Atemzüge kultivieren, indem wir Verbindung aufbauen zu unserem Beckenboden. Mit jeder Einatmung entspannst du deinen Beckenboden und mit jeder Ausatmung spürst du sanfte Aktivität nach innen oben. Einatmen, spüre, wie du loslässt. Und mit der Ausatmung eine sanfte Aktivität des Beckenbodens nach innen oben. Einatmend, bewusstes Loslassen. Und mit der Ausatmung wieder sanfte Aktivität. Hast du das Gefühl, mit deiner unteren Hand hier auch so ein bisschen unterstützend zu wirken? Lasse deinen Atem weiter fließen und geh noch für ein paar Runden durch diesen Rhythmus. Loslassen in der Einatmung und sanftes Aktivieren in der Ausatmung. Letztes Mal mit der Einatmung löst du im Beckenboden und mit der Ausatmung ein sanftes Aktivieren nach innen oben. Und dann löse deine Hände von Brustkorb und Bauch, öffne deine Augen und zieh deine Arme einmal weit nach oben über die Seite Richtung Becken. Und mit der Ausatmung kommst du in einen sanften Twist nach rechts. Die linke Hand darf entweder auf deinem linken Knie oder auf deinem rechten landen. Und mit der Einatmung kehrst du zurück zur Mitte. Ausatmen, ein Twist zu deiner linken Seite. Und wieder wählst du, wie tief du in diesen Twist gehen möchtest, je nachdem, wie viel Platz dir dein Bauch in diesem Moment lässt. Einatmen, komm einmal noch nach oben, über die Seite, Richtung Decke. Und dann verschränke hier einmal alle 10 Finger ineinander und schiebe deine Handflächen einmal bewusst nach oben, Richtung Decke. Hebe deine Schultern zu den Ohren, schaffe viel Länge in deinen Flanken. Atme hier noch einmal ein
Und mit der Ausatmung runde deinen Rücken und schieb die Handflächen einmal weit nach vorne. Spür, wie du Platz zwischen deinen Schulterblättern schaffst. Und dann langsam löse deine Hände. Löse dich jetzt hier von deinem Bolster. Das kannst du erstmal zur Seite schieben. Und dann findest du noch einmal in der Sitzhaltung beide Füße vor dir auf der Matte aufgestellt, deine Hände hinter deinem Rücken, deine Fingerspitzen zeigen zu dir und du lässt jetzt einfach mal locker beide Knie von Seite zu Seite sinken. Und dadurch gehen wir in so eine sanfte Mobilisierung unseres Beckens hinein. Schiebst die Knie von links nach rechts und genießt es hier, dein Becken sanft durchzumobilisieren. Wenn du das nächste Mal auf deiner rechten Seite bist, dann stell die rechte Handfläche so auf, dass deine Fingerspitzen von dir weg zeigen und zieh dich einmal in die Öffnung, schiebe deine Knie in die Matte, ausatmend, kehr zur Mitte zurück. Setz deine linke Hand hinter dir auf, beide Knie rüber zur linken Seite und direkt sweepst du deinen Arm so über dein Ohr rüber und findest auch hier nochmal eine Öffnung für deine Flanke, für deinen Brustkorb. Kehre zurück zur Mitte, beide Füße vor dir aufstellen. Die Handflächen zeigen jetzt wieder, oder die Fingerspitzen zeigen jetzt wieder zu dir ran. Du schiebst in deine Füße, die dürfen etwas breiter als beckenbreit aufgestellt sein. Und dein Gesäß zieht einmal weit nach oben Richtung Decke. Du öffnest dir in deinem Schultergürtel und kultivierst Kraft über deine Beine. Deine Innenbeinseiten wollen zueinander aktivieren und dein Rücken ist stark. Und dann löse sanft wieder auf. Finde zurück zur Matte. Und über gekreuzte Knie findest du in einen Vierfüßlerstand. In diesem Vierfüßlerstand greifst du dir deine Blöcke und platzierst sie unter deinen Händen, sodass du den Winkel für Bauch und Rücken sanft veränderst und hier sanft über deine Bauchmuskulatur dein Baby nach innen oben aktivieren kannst. Und dann schau, dass du mit der Einatmung noch einmal Brustkorb hebst, Becken kippst und mit der Ausatmung den Weg in die Rundung findest. Einatmend, roll durch deinen Schultergürtel, öffne nochmal Herz, Brustkorb, Bauchraum und mit der Ausatmung kehrst du in die Rundung zurück. Komm in eine neutrale Position und stell deinen rechten Fuß hier neben deiner rechten Hand am Boden ab. Deine linken Zehenspitzen stellst du unter, um dein Knie vom Boden zu lösen, um hier in einen breiten Lunge oder in einen tiefen Ausfallschritt zu kommen. Von hier willst du viel Kraft in deinen rechten Fuß bringen, dich vom Boden wegschieben und mit der Einatmung aufrichten in einen Krieger 1. Spür hier einmal ganz bewusst, wie du deine vordere Ferse und deinen hinteren Fuß zueinander aktivierst, deine Innenbeinseiten zueinander aktivierst, um viel Stabilität und Kraft aus deiner Basis aufzubauen. Dein Beckenboden ist aktiv, zieht nach innen oben und über den Brustkorb verlängerst du weit nach oben Richtung Decke. Einen tiefen Atemzug ein. Mit der Ausatmung bringst du beide Hände auf deine Blöcke zurück. Und hier magst du dir jetzt vielleicht wieder etwas mehr Platz schaffen. Stell deine Blöcke in die aufrechte Position. Für die Pyramide darfst du einmal in dein rechtes Bein hineinstrecken. Dein Rücken wird lang. Die hintere Ferse bleibt gehoben, dein hinteres Bein aktiv und dann flexe deinen Vorfuß, zieh die große Zehe zu dir ran. Atme hier tief ein und tief aus. Tief ein und tief aus.
Und dann bring deinen rechten Fuß wieder zur Matte zurück, beuge in dein rechtes Knie und wandle jetzt mit deinen Blöcken zum Anfang deiner Matte oder zur langen Seite deiner Matte, sodass du dich noch einmal für eine tiefe Grätsche positionieren kannst. Schieb deine Außenfußkanten kräftig in die Matte. Zieh die Innenbeinseiten zueinander, sodass du wieder viel Stabilität in deiner Basis erzeugst. Deine Hände drücken auf deine Blöcke. So hast du Länge in deinem Rücken und viel Platz für deinen Bauch. Und gerne hab auch hier nochmal das Gefühl, deinen Bauch zu umarmen, ganz sanft mit deiner Bauchmuskulatur. Und wenn du das Gefühl hast, du hast hier genug Platz, dann darfst du gerne nochmal in deine Ellenbogen beugen und etwas tiefer in eine Vorbeuge hineinsinken. Und dann schiebe dich wieder raus. Schaffe Länge in deiner Wirbelsäule. Beuge hier sanft deine Knie und zieh deine Fersen einmal zu dir ran. Hände gerne in dein Becken und dann richtest du dich auf für eine Goddess Pose. Gerne zieh die Arme einmal weit nach oben Richtung Decke. Und mit der Ausatmung forme diese Kaktusarme, setz dich noch einmal tief. Hier spürst du viel Aktivität, viel Kraft in deinen Oberschenkel. Dein Steißbein zieht sanft nach unten und du genießt die Öffnung, die Erdung, die Stabilität, die du in dieser Position aufbaust. Noch einen tiefen Atemzug ein und mit der Ausatmung wieder Hände in dein Becken, Fersen schieben nach außen. Kraftvoll findest du den Weg zurück und dann wanderst du mit deinen Blöcken wieder nach vorn an den Anfang deiner Matte. Setze dein linkes Knie wieder am Boden ab und finde den Weg zurück in den Vierfüßlerstand. Mal beide Hände auf die vielleicht wieder etwas tiefer gesetzten Blöcke. Rechter Zeh stellt unter, linker Fuß kommt nach vorne an die Außenseite. Und dann gib Druck in beide Hände in deinen hinteren Fuß. Löse dein hinteres Knie für einen Lunge. Noch gerne hier wieder. Schaff dir mehr Raum, wenn du diesen Raum brauchst. Komm auf die aufgestellten Blöcke. Aktiviere nochmal ganz bewusst die Innenbeinseiten zueinander. Beckenboden ist aktiv. Drück in den Vorfuß und richte dich auf. In einen Krieger 1. Schaffe Länge, schaffe Raum. Streck in dein hinteres Bein. Hebe nochmal sanft die Schultern nach oben. Brustkorb wird weit. Und mit der Ausatmung bring beide Hände wieder zurück auf deine Blöcke. Für die Pyramide streckst du in dein linkes Bein. Gerne darfst du den Vorfuß auch flexen. Achte darauf, die hintere Ferse nochmal aktiv zu heben und die Innenbeinseiten zueinander zu ziehen. Dein Brustkorb verlängert nach vorn und du schaffst viel Länge in deiner Wirbelsäule. Atme hier in die Dehnung deiner Beinrückseiten. Atme in die Stabilität über deine Beininnenseiten. Dann beuge wieder sanft in dein vorderes Bein. Und diesmal kannst du mit deinen Blöcken so ein bisschen nach vorne wandern und mit deinem rechten Fuß nach vorne steigen in eine halbe Vorbeuge. Schau, wie weit du deine Füße von den Blöcken entfernen willst, um angenehm in eine Vorbeuge zu kommen. Und vielleicht magst du hier auf halber Höhe bleiben. Vielleicht magst du auch hier noch einmal die Ellenbogen sanft anbeugen, um etwas tiefer in die Vorbeuge zu sinken. Einatmen, nochmal drück dich auf halbe Höhe raus. Und dann von hier darfst du deine Zehen nach außen öffnen und deine Knie beugen für Malasana, einen Yogi Squat. Und hier hast du wieder verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht magst du den Squat üben, wie du es aus deiner Vinyasa oder aus deiner Yoga-Praxis kennst. Vielleicht magst du dich auch hier wieder ein bisschen supporten mit deinen Hilfsmitteln. Du kannst dich gerne auf deinem Block absetzen
und die Position finden, die in deinem Squat hier für dich angenehm ist. Handflächen liegen aufeinander. Du schiebst die Oberarme in die Innenbeinseiten. Spürst die Verbindung über die Sitzbeinhöcker in deine Unterlage, in den Block und verlängerst hier nochmal in deine Wirbelsäule hinein. Schließe deine Augen und lass deinen Atem sanft fließen. Tief ein und aus. Tief ein und aus. Gerne öffne deine Augen wieder. Löse sanft den Block und finde mit Unterstützung deiner Hände zurück zum Sitzen. Und für die letzte Asana in dieser Praxis, die jetzt wieder etwas entspannter wird, greifst du dir noch einmal dein Bolster. Wir wollen noch einmal in einen liegenden Twist kommen, den du, gerade wenn es zum Ende deiner Schwangerschaft geht, definitiv ein wenig unterstützen möchtest. Dafür nimmst du dir dein Bolster auf die Seite und legst dich dann seitlich auf deine Flanke. Und dein Bolster kannst du hier so entspannt unter dein Knie legen und deinen Kopf oder dein Ohr auf deinen ausgestreckten Arm sinken lassen. Wenn du etwas mehr twisten möchtest, darf dein Arm auch nach vorne ausgestreckt sein, Handfläche zeigt nach oben, dein Ohr liegt auf der Matte ab und dann stellst du deine Fingerspitzen, in diesem Fall die rechten, hinter dir auf den Boden auf. Und dann darfst du dein oberes Knie ganz locker in dein Bolster hineinsinken lassen, deine Augen schließen und für einen Moment diese gedrehte Haltung, diesen Twist genießen. Und vielleicht wird das auch deine Haltung sein, in der du dein Shavasana genießt. In diesem Fall ist es noch etwas mehr auf den Twist und auf die Drehung ausgerichtet. Wenn du in dein Shavasana gehen möchtest, würdest du einfach nach deinem Gefühl diese Position ausrichten. Und jetzt gehen wir noch einmal auf die andere Seite. Du drehst dich über deinen Rücken. Nimmst dein Bolster mit auf die entgegengesetzte Seite. Schaust auch hier, dass du dein Knie entspannt auf dem Bolster ablegst. Deine rechte Hand streckt unter deinem Oberkörper durch. Fingerspitzen weit von dir wegschieben. Handfläche zeigt nach oben. Und die linken Fingerspitzen stellst du hinter dir auf, sodass du dich sanft aufdrehen kannst und diesen sanften Twist aus deiner Brustwirbelsäule heraus genießen kannst. Schau darauf, wie sich das mit deinem Bauch anfühlt. Wenn du hier etwas, wenn du das Gefühl hast, du magst ein bisschen mehr zurückkommen, dann drehst du dich wieder Richtung Bolster auf. Dann genieße auch hier ein paar Atemzüge. Ganz entspannt in deinen Twist. Und um dich wieder aufzurichten, platzierst du deine linke Hand in die Matte. Und mit Unterstützung deiner Hände kehrst du zurück zum Sitzen. Du nimmst dir hier dein Bolster wieder als Sitzunterlage, findest noch einmal in deinen aufrechten und entspannten Sitz. Deine Hände dürfen wieder wie am Anfang deiner Praxis auf die Oberschenkel oder auf deinen Bauch platziert werden. Und dann schließe hier noch einmal deine Augen. Atme noch einmal tief ein, tief aus. Und dann bringst du deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Daumen berühren dein Brustbein. Schickst noch einmal eine tiefe Einatmung in die Weite deines Brustkorbes. Und mit der Ausatmung sinkt deine Nasenspitze zu deinen Fingerspitzen. Und nimmst wieder wahr die Dankbarkeit hier am Ende deiner Praxis. Ich danke dir fürs gemeinsame Üben.
Vielen Dank. Und wenn du magst und einmal mit mir live üben möchtest, dann kannst du natürlich hier im Holy Wow in Nürnberg vorbeischauen oder aber noch weitere Klassen auf dem YouTube-Channel von Hey Hey mit mir üben. Und abonniere dafür gerne den Kanal.